Wir fanden das einfach eine wahnsinnig interessante Generationsfrage. Also an welcher Stelle entscheidest du dich als junger Mensch heutzutage im Internet jemand anders zu sein? Fängt das bei Instagram schon an? Ist man da schon eine andere Person, als man in Wirklichkeit ist? Und wie weit kann man das treiben? Nämlich im schlimmsten Fall dann so weit, dass man halt ein international gesuchter Drogenhändler ist in seiner virtuellen Welt, und in seiner echten Welt ist man halt ein Nerd, den keiner mag. Ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt, und das hier ist meine Generation. Generation Z. Also ein Fundament in der Serie ist ja diese Generation Z, und die wollten wir halt echt total treffen und deren Lebensrealität abbilden und eben diese Welt des Internets, diese Genre-Diversität reinholen und diese Kommunikationsebenen von Instagram und diese ganzen Chat-Möglichkeiten, das hat alles da reinzuholen, damit das im Prinzip aus die Geschichte nochmal stark befruchtet und eben so ungesehene Erzählform auch nochmal bietet. Ne? Ganze Passagen, die auf dem Bildschirm sind, aber halt eben nicht nur aus Gimmick, sondern eben weil das halt eben die Realität der Figuren ist. Und das wollten wir sehr authentisch eben schaffen und nicht jetzt wie beim Tatort irgendwelche komischen, weirden Fake-Geschichten, sondern halt einfach sehr authentisch das Ganze aufziehen. Da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt. Und auch in diese ganze Art und Weise, wie diese Kids halt eben sich das alles zurecht programmieren, haben wir auch, wollten wir es auch echt machen und nicht jetzt irgendwie so wie jetzt in irgendwelchen Darknet-Thrillern auf einmal irgendwelche Codes da so runterrattern und man denkt so, oh Gott, das haben sich alte Leute da ausgedacht, wie das alles aussieht. Das sollte halt einfach irgendwie cool und authentisch sein und das ist halt total abgefahrene Ebene geworden. Wir waren das erste Mal fiktional Showrunner, aber im Endeffekt machen wir natürlich bei den Showproduktionen, die wir bisher so machen, eigentlich denselben Job. Also ich glaube, das ist für uns tatsächlich von der Umstellung unserer Arbeit, ist das gar nicht so eine große Umstellung, wie das vielleicht vielen Fiction-Kollegen geht, die irgendwie aufs amerikanische System sich umstellen, weil eigentlich ja beim Showfernsehen das eh schon so ist, dass das da quasi so eine kreative Spitze ist, wo kreativ und produktionell alles zusammenläuft, und das für uns deswegen relativ leicht übertragbar war eigentlich auf das fiktionale Arbeiten. Es kam aber natürlich dazu, dass wir jetzt nicht aufgehört haben, unsere anderen Projekte noch zu machen. Und deswegen blieb sehr wenig Zeit im letzten Jahr. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Das ist inspired by. Ne? Also es gab diese Prämisse, die ploppte auf in dieser ganzen Berichterstattung damals über den Fall. Und das haben wir dann im Prinzip zu was ganz Neuem weiterentwickelt. Aber diese Prämisse aus dem Kinderzimmer zum Drogenbaron, das war sofort das, worauf wir das Ganze dann irgendwie fußen wollten. Aber dann kam die Pressemitteilung, dass wir in die Produktion gehen und dann... Und dann hat er sich aus der Haftstrafe gemeldet. Ja, der offene Vollzug. Also, genau, es klingelte plötzlich bei unserem Büro. Rief jemand uns an. Wir haben zwei Standorte, deswegen an dem geklingelt, wo wir gerade nicht waren. Die offizielle Adresse. An der offiziellen Adresse. Und die riefen uns dann an und meinten so, der Shiny Flakes ist da. Der sagt, er wäre das Vorbild von unserer Hauptfigur. Genau, und wir so, nee Leute, pass auf, der ist im Gefängnis, das ist alles gut, der verarscht euch jemand, der hat jemand die Bildzeitung gelesen und hat irgendwie zu viele Drogen genommen, so nicht drauf reinfallen, das ist Quatsch. Genau. Und dann meinten sie, nee, wir haben ein Foto von ihm, wer ist es wirklich? Und haben ihn dann uns rübergeschickt und der war tatsächlich zu einem Gerichtstermin in Köln und hat dann der Produktion mal einen Besuch abgestattet und wollte einfach mal wissen, wie wir so drauf sind und was wir da so machen und so. Das war natürlich total spannend, weil für uns war es ein total interessanter Zeitpunkt. Wir waren kurz vorm Dreh. Wir hatten unsere Hauptfigur schon. Wir haben ja, wie gesagt, auf dieser Inspiration basierend eine komplett eigene Geschichte entwickelt, komplett eigene Figuren entwickelt und waren da schon sehr selbstbewusst und wussten, was wir wollten. Und deswegen war es aber ein total spannender Zeitpunkt, dann nochmal die Geschichte aus seiner Perspektive zu hören und auch zu merken, dass wir mit vielem irgendwo richtig lagen, ne? Und irgendwie so dieses Gefühl und die Stimmung. Was er erzählt, ne? Naja, das ist die große Frage, war ja, was kommt da für ein Typ? Ne? Ist das dann wirklich so, wie wir uns das selbst erdacht haben, dass da einer ist, der hauptsächlich ein Nerd ist, der hauptsächlich Bock hat, irgendwie ein Startup zu machen, einen Shop ins Internet zu machen und Usability im Blick hat und so weiter und so fort und das viel mehr sein Fokus ist, als jetzt der kriminelle Teil seiner Unternehmung? Oder ist es vielleicht einfach nur ein Krimineller, der irgendwie durch Zufall an IT-Wissen gekommen ist? So, ne? Und das war natürlich schon auch nochmal spannend zu sehen, dass da jemand war, der total irgendwie aus unserer Welt war, wo wir natürlich uns, das ist ja auch das für uns das Interessante an dem Stoff, dass wir uns damit total identifizieren können, weil wir im Endeffekt waren wir auch einfach nur zwei Jungs mit einem Computer im Keller und die gedacht haben, geil, mit diesem Computer kann man doch bestimmt die Welt verändern, aber wie? Lass uns eine Idee überlegen. Und dann hat man halt glücklicherweise Filme gemacht und nicht Drogen verkauft. Aber so dieses Grundsetup ist natürlich sehr ähnlich.
Hattet ihr da nicht so ein bisschen auch Bedenken, dass ihr so einem Straftäter da jetzt ein Forum bietet? Ja, das haben wir ja nicht gemacht. Also es war ja quasi deswegen auch ganz früh die Entscheidung, wir wollten nichts abkulten oder so und sagen, guck mal hier, das ist der Fall und so geil hat er das gemacht. Sondern das war ganz früh eben die Idee zu sagen, wir machen uns davon frei. Und deswegen haben wir ja auch nicht jetzt quasi ganz früh schon mit ihm Kontakt aufgenommen, und, um da alles aus ihm rauszuquetschen, sondern wir kannten natürlich die Faktenlage, wir kannten die Prozessakten und im weitesten Sinne das, was passiert ist. Haben uns aber natürlich auch andere Fälle angeschaut, von Chemical Love oder Silk Road, und fanden eher dieses Zeitphänomen interessant, dass da quasi junge Menschen mit einem sehr einfachen Zugang ins Darknet, zu einer Anonymität auf einmal in eine Welt geraten können, die wahnsinnig gefährlich ist, aber ohne wirklich an dieser Welt zu partizipieren. Also sie sitzen ja immer noch in ihrem Kinderzimmer. Wir haben diese Geschichte, nachdem die dann im Prinzip aufgeplöppt ist und wir das Ganze zusammen entwickelt haben und überlegt haben, was ist unser Ansatz, haben wir das alles in ein kurzes Konzept gepackt und dann haben wir halt Netflix angerufen und gesagt, so guck mal hier, wir sind ein ganz cooler Laden, haben eine ganz geile Idee, habt ihr Bock? Und dann ging das halt so seinen Weg. Man muss natürlich da ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen und ein bisschen pushy sein und was wollen. Und dann war das aber auch, dann sind wir mit denen halt in ein Development gegangen. Dann geht es um Pilotbuch, Serienbibel, die ganzen Figurenkonstellationen und was ist eigentlich der Motor hinter der Serie und diese ganzen Sachen. Und dann kam das Greenlight und dann ging halt die Hölle los. Und man hört immer wieder von Leuten, die mit Netflix gearbeitet haben, dass es sehr viel künstlerische Freiheit gibt. Glaubt ihr, die ist größer, als wenn ihr jetzt mit irgendeinem Sender gearbeitet hättet? Ja, wir haben ja im fiktionalen Bereich jetzt eben keinen Direktvergleich. Ich glaube, das ist einfach eine andere inhaltliche Auseinandersetzung. Wir waren jetzt hätte auch zum ZDF gehen können, liegt ja nahe. Ja, ich glaube, mit dem Stoff wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen. Und beim ZDF war es jetzt auch nicht, auch für das ZDF war es jetzt nicht so naheliegend, dass wir was Fiktionales machen. Die hatten uns natürlich schon eher auch in der Show-Schublade liegen. Ich glaube, es war jetzt nicht so, dass wir da einfach unbetreut machen konnten, was wir wollten bei Netflix, sondern das war natürlich so, dass wir da sehr gute Producerinnen hatten, damals eben noch in L.A. gesessen, da war der Umzug noch nicht nach Amsterdam, und die auch einfach wussten, was sie da tun und die natürlich irgendwie viel Erfahrung haben, für andere große Sender gearbeitet haben. Und die uns natürlich dann auch mit den richtigen, dementsprechenden Fragen konfrontiert haben, die wir dann auch irgendwie auf Englisch beantworten mussten, was am Anfang echt eine Herausforderung war. Auch das muss man erstmal dann lernen, sich das Vokabular drauf zu schaffen, die Motivation seiner Figur zu verteidigen dann in der Diskussion. Aber das war eine sehr konstruktive, aber natürlich auch eine total intensive Auseinandersetzung. Bis wir da am Ziel waren. Jede Woche ist man ständig irgendwie, waren wir dann nachts in irgendwelchen Konferenzen und so mit denen, um das halt alles zu planen und zu machen. Also es war schon echt ziemlich crazy intensiv.